Hallöchen, meine Kiste. Willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Ja, in der letzten Folge wollten wir eigentlich nur das Wasserrohr reparieren und wir sind mit Sam leider in der Kanalisation gelandet. Und wir müssen schon wieder den Rattenkönig besiegen. Mal sehen, wie es wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin top geheilt. Ich bin total top vorbereitet, nämlich so gut wie gar nicht. Ach nee, der Rattenkönig. Wir hatten ja den Rattenprinz gemacht am Anfang. Jo. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Kann man hier hin? Nö, kann man nicht. Ja. Dann gucken wir mal, was wir bekommen. Die tanzen, dancen hier schon schön ab. Oh. Zwischensequenz. Das ist kein Ton. Seid ihr's, meinen Sohn, Rattenkönig. Es spricht! Ich ruf Mord und Vernichtung des Krieges Ratten. Müssen wir jetzt gegen die da kämpfen, oder was? Achso, ich dachte schon. Wow. Sam, lass mir doch helfen, Mensch! Keep your wits. So viel Feuer, ja? Ah, jetzt mal hier die Lappen weg. Hilfe! Hey, wo ist mein Schwert? Ich muss es mal hier checken, was der überhaupt macht. Hallo? 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 Macht der auch irgendwas anderes? Ja. Ich bin tot. Ach so. Du kannst du hier, das heißt hier beenden? Ich dachte, ich muss dahin. Hä? Muss ich nicht dahin? Ach ja, Sam ist ja noch da. Sam! Ich komme, um dich zu helfen. Komm her, du Lappen. Denn das Ausweichen, bitte schön. Komm her! Ey! So. Hallo? Komm her, ich will hier. Hallo, ich will mich mal heilen, du Sack. Ja. Wo ist er denn? Verdammt! Zum Glück habe ich... Ich will... So. Jo, wie soll ich denn das schaffen hier? Wenn ich das sehe. Die Kamerasteuerung... Oh ja! Du fetter Sack! Warum muss ich eigentlich wegen? Hat er mich jetzt nicht getroffen? Voll! Ach so macht er das! Sehen aber auch nicht. Diese Kamera, die ist zum Kotzen manchmal.
Ja. Ich hab dich aber bald besiegt. Oh, Junge, Junge! Zwei Leute! Noch mal jetzt 40%! Wir kriegen wir hin! Oder auch nicht. Ja. Ich muss mich auch erstmal heilen können und das kriegst du nicht hin. Wenn der Typ immer zu das macht. Und Sam, die kriegt langsam auch die Schnauze wirklich voll. Hallo, ich häng fest. Ja. Voll der Loser-Boss feiert hier. Au! Mit voll der Noob hier und solchen Sachen eigentlich. Ich muss mich einfach nur nach hinten buchsen. Theo! Was? Ich hab den jetzt besiegt? Nicht schlecht, du hast dich gut geschlagen. Ich war zwar dreimal verloren, aber egal. Finden wir den Ausgang, Sam. Geht doch hier bestimmt raus, ne? Was ist das hier? Was ist das hier? Ein leerer Raum. Wow, ich dachte, hier ist so... Sam, geh mal aus dem Weg. Ja. Hier scheint irgendwie der Ausgang zu sein. Gibt es da noch eine Rattenkönigin oder was? Oder auch nicht? Wo ist denn hier? Hier geht's noch runter. Da will ich aber nicht runter. Wo geht's hier lang? Sam ist schon hier beim Ausgang. Steht schon hier parat. Nee, steht sie nicht. Tschüss, Sam. Viel Spaß da unten. ja. Sam braucht aber immer übelst lange. Jetzt sind wir aber wieder hier. Was nützt uns das? Nichts. Hä? Wir sind doch wieder hier. Wir haben jetzt den Boss besiegt. Ja und? Finden immer noch keinen Ausgang. Oder müssen wir wieder zurück? Oder sind wir jetzt falsch abgebogen? Ist jetzt so verwirrend hier. Warte mal, hier ist was? Ach, da müssen wir hin. This must be the control system for all the pipes. Let's see if we can turn off the goo from here. Ah, muss das Kontroll für alle Röhre sein. Mal sehen, ob wir die hier von den Steinen schaffen können. Oh, schade. You did it! Nice! Verschwind. Let's get out of here. Nice! Wie verschwinden wir von hier? Ja. Wo geht's denn hier lang? Ach, da geht's lang. I'm going to stay and look around some more. You go tell the mayor about this. Ich werde hier bleiben und mich noch ein wenig umsehen. Erzähl dem Bürgermeister davon. Ja. Wo geht's denn hier raus? Ach, da, wo du hier stehst. Wo denn? Hä? Ach, da muss ich raus. Oh, nee. Verwirrt hoch 10 hier. Au. Also, gehen wir jetzt... Allgemein morgen zum komischen Bürgermeister, weil ich glaube, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Und ja. Muss jetzt mal das untere Ding wieder finden. Ach hier. Ja, und dann erforschen wir dann auch mal weiter hier mal rum. Aber jetzt erstmal zum Bürgermeister. Halleluja! Hey, das war's das wieder nochmal. Wo ist denn das Rathaus? Hier ist das Rathaus. Das ist immer so
Bis ich noch warten, bis der Vogel kommt, oder was? Eigens. Ja, renn. Renn. Jetzt kann ich rein. Ah nee, hier kommt doch gerade. Da bin ich pünktlich, Bürgermeisterchen. Wonderful. I'm sure this will be perfect for a date or dare. Wunderbar. A talking rat. Eine sprechende Ratte. Mit den Geschichten. Dann gibt es seltsame Geschichten über Monster aus der Peripherie. Also bin ich nicht überrascht. Die gute Nachricht ist, der Schleim ist weg. Also danke für die Arbeit. Lass mich mit dem. Cash. Gut. Es fehlt ja eigentlich nur noch der Wassermotor. Und wir können jetzt wieder Jesus spielen. Das ist schon mal schön. So. Wir könnten jetzt mal theoretisch... Hopp. Wir könnten jetzt theoretisch endlich mal nochmal unsere Wasserpumpe machen, die wir ja dazu mal machen wollten. Wo ist sie denn? Muss ich sie erstmal suchen? Aufzugsteuerung, Ghettoblaster, den Wassermotor. Haben wir ja fast alle. Brauchen dann eigentlich nur noch 4 Stahlplatten. Wir haben doch ein bisschen Carbon jetzt bekommen, ne? Mission Stahlplatte 2. Hä? Achso, für die Mission brauchen wir noch 4-mal. Hä? Brauchen aber noch Carbon. Ich habe keinen Carbon mehr. Ich brauche noch ein bisschen was. Zack, 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 zack. 5 nur. So, ist aber eine Sauerei. Dann nehmen wir jetzt noch unseren kleinen Motor und alles wieder weg. Können wir den schon mal fertig bauen? Wo ist denn? Ja. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Das andere braucht man alles nicht, ne? Ja, und während das dann auch baut, da forschen wir jetzt noch den einen Tag jetzt noch das Dinge. Ja. Ich brauch mal noch. Geh mal weg. Geh mal weg. Und geh mal weg. So. Theoretisch brauchen wir ja dafür eigentlich auch nur noch die komischen. So, Lagerung. Und die Bettenteile. Gut, jetzt brauchen wir noch Stahlplatten. Dann müssen wir eigentlich fertig sein. Ja. 2 sind ja schon unterwegs. Und dann gehen wir mal derweil noch ein bisschen. Naja. Wir machen es jetzt anders hier. Ich habe keinen Bock, zu hin und her zu latschen. Achso, das mit dem Hund wollten wir ja noch machen. Habe ich total vergessen. Baumschule retten. Den Hund finden. Warum muss ich jetzt da rein? Erstmal schön den Schulunterricht schwänzen. Achso, nö. Gut, das hat nichts mit ihr zu tun. Was hat er gesagt? Im Ödland, dann holen wir uns mal den Doggy Doggy. Muss ich. Wo laufe ich denn rum? Ja, wo war denn das hier? Hier war das. Gut. Und hier soll er irgendwo sein. Hopp, hopp. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Tschüssi! Wollt ihr denn eigentlich aus, wenn ich keinen Bock habe, jetzt erstmal zu kämpfen? Warte mal, da hinten ist so ein blauer Punkt. Da gucken wir jetzt mal hin. Ich hab Angst, wenn ich da komme ich nicht mehr hoch. Der muss da
Da ist er. Hallo, Scraps. Wuff, wuff. Scraps? It ran away. I should tell Polly. Ja, wie komme ich hier? Was ist denn das hier für ein cooler Schrank? Ich will da hin. Hallo. Ich will den mitnehmen. Kann ich den sagen? Nein. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Ach da. ja. Polly ist, glaube ich, aber gerade aus meiner Schule. Ja, wo bin ich denn hier? Ich bin doch ganz woanders. Wo bin ich denn? Ich bin doch irgendwo ganz woanders. Da bin ich. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Hopp, hopp. Kompliziert, kompliziert, kompliziert. So, ja. Ich muss unbedingt mal noch die Töfte-Stellen fertig machen. Das ist ja schlimm. Kommst du nirgendwo hin, ohne dass du hier zu Fuß weiterläufst. Was ist hier? Hier ist irgendwas markiert. Hopp. Hier ist irgendwas markiert, aber wo? Hä? Hier? Ich suche eigentlich mehr das Mädel. Ah, hier ist noch so ein Symbol. Das kann aber dieser komische Lehrer sein. Ja. Was ist hier los? Hier ist er doch, Polly. Warum hat die immer noch keinen Text? Ist sie stumm oder was? Du hast ihn gefunden. Ich kann es gar nicht glauben. Tut mir leid, ich bin so aufgeregt. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Mach dir nicht allzu viele große Sorgen, wenn er wegläuft. Das hat er bei uns auch schon immer getan. Aber wenn du ihm etwas Hundefutter gibst, folgt er dir überall hin. Wunderschön. So, haben wir den. Vielleicht kommt der Hund ja irgendwann. Was hat denn diese komische Lehrerin oder Forscherin oder was auch immer du bist? Ey! Undichtes Rohr? Das Wasserpipe running along the school wall is leaking. Can you give it a look and see if there's anything you can do? Ach, wegen mir. Platz mal kurz in der Schule. Drück mal kurz in die Schulbank. Ui. Öffnungszeit. Kann alte Teile kurz. Ach so, na gut, dann ist das doch gut. Ich dachte, ich muss es mir erst angucken. Renn, Martha, renn! Kann man sich mit denen auch so mal einfach unterhalten? Interaktiv. Are you all right? Builders normally don't have to fight off giant rodents. Your pa also had a knack for running into real trouble. Aha. Gut, also ich so. See you later, Alligator, Sir. Dit. Na gut. Mach die Ente da. Alles gut bei dir? Die Enten haben keine Animation mehr. Die eine schlittert nur noch darum. Hm. Doch, gut. Stahlplatten. Also ich brauche noch zwei. Ich dachte, ich brauche zwei. Nein. Also gut, das war jetzt eine weitere Folge von My Time at Portia.
Ich sage dann jetzt mal Ciao und Miau und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Thank you.